So, Böhmen hat Krieg. Ah nee, ich ziehe gegen Böhmen in den Krieg. Da helfe ich der Grafschaft von Znaim. Znaim. Nein. Nicht älter als 25 eigentlich. Würde ich gern hier jemanden haben. Passt, Joe. Schöne Hochzeit hier, gib ihm. Oh, dein Sohn verliert gerade wieder Grafschaften. Das gefällt mir gar nicht. Okay, der Bobby ist anscheinend mit Böhmen. Bobby, wir zwei kämpfen gerade gegeneinander. Hä? Wieso? Ja, du bist Verbündeter des Feindes, tritt bei. Du bist verbündet mit Böhmen. Ich bin verbündet mit dem anderen. Cool. Und mit denen führst du jetzt Krieg? Ich hau Böhmen jetzt eins aufs Maul, ja. Das, dann hau den doch einer aufs Mützchen, ich halte mich da eh raus. Okay. Warte mal, ihr haut Böhmen einen auf den Kopf? Ja, mein Vasall. Der Nico. Ja, aber dein Vasall haut einen anderen Vasall. Ach so, okay. Und ich wurde in den Krieg gerufen, deswegen hau ich ihm halt auch. Das ist alles ein bisschen verwirrend gerade, kann das sein? Ach nö, es geht schon. Das dein geht. Vasall, der Snaim-Typ, will halt Böhmen haben anscheinend. Oder ja, Olm, wird besser gesagt. Sollen sie sich da gönnen, wenn sie wollen? Oder er verteidigt sich, glaube ich, oder? Verteidigt er sich? Oh ja, nee, Böhmen greift ihn an. Ah. Was er nicht weiß, mit seinen 500 Leuten, dass gerade 8000 auf dem Weg zu ihm sind. Du weißt schon, dass Böhmen mein Sohn ist, ne? Echt, oder? Ja. Ja, das ist blöd gelaufen. Junge, hör auf mit dem Krieg! Hör auf mit dem Krieg! Du wirst uns gleich verhauen, Allah. Ich? Nein. Ja. Ach so. Alex? Warte mal. Okay. Oh, jetzt aber. Okay. Hör mal, tu, was ich sage! Das habe ich ihm gerade gesagt. So, wie siehst du jetzt eigentlich hier mit Franzchen aus? Mann, muss man den Kindern immer alles erklären. Bobby, sorry, du hast was sagen wollen. Kannst du nicht einfach auch mal dieses Ostfrankenreich weghauen? Weil die sind ja nix. Die haben ja bloß 1200 Truppen. Ich habe keinen Kriegsgrund gerade. Ach so. Also ich bin auch im Krieg, das kann ich jetzt auch nicht sehen so richtig. Nico, ich glaube, du wirst gleich Franzchen da unten los. So, jetzt muss ich bei mir hier oben mal wieder ein bisschen Action machen. Mhm. Immer voll mit allen Atylkesseln drauf, gell? Ja, immer. Also England zerfällt bei mir immer mehr. Okay. Nico, du bist größer geworden. Dein Sohn hat den Krieg gewonnen. Mann, der Nico wächst und wächst. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, Haller. So, jetzt muss ich nur noch hier Nitra helfen, weil die ganze Zeit angegriffen werden. Ja gut, aber das ist echt wenig, was der Nico jetzt bekommen hat. Oh, es hat sich die Bretagne gebildet als Königreich, okay. Hey, ich habe ja fast ganz... Ich kann ja fast Russland als Kaiserreich gründen. Okay. Gabov. So, jetzt führen wir hier mal Krieg. Hey, Bubis. Ich komme vorbei. 15.000 Menschen gegen dich, du Hajo. Du elendiger Hajo. Im
5. Boys, möchte mir jemand von euch schnell mit einer kleinen Armee unter die Arme greifen? Gegen? Gegen... Wie heißen denn die? England, Punkt. Nein, gegen das Kleinkönigreich De Heubart. Ah. De Heubart? Jawohl. Das ist Wales da. Da habe ich einen De Jure-Dingsbums-Anspruch. Da kann ich mir mal eine snacken hier. Ah, ich seh's gerade. Kann ich irgendwie rüberkommen? Wie geht's am schnellsten? Also ja, ja, kann ich. Ich kann das wäre cool. Brauchst auch nicht viel. 2000 reichen. Oder 3. Ich brauche erstmal einen Arzt, weil ich kurz davor bin, abzunippeln. Also ich muss erstmal abwarten, was jetzt mit mir passiert. Okay. Gelinderte Krankheitssymptome. Verlobte können heiraten, das gefällt mir. Das gefällt mir alles. Sehr gut. Da wird sich jemand auslösen. Der ist ein guter Gelehrter, das ist schön. Ich habe einen guten Erben. Imposantes Redevermögen? Ah, okay, so. Ah, ich hab hier einen Hesten. Bobby? Ich geb dir dann das Go. Komm grad mit ein paar Truppen nach De Heubart. Oh, ah. Sehr schön. So 6000. Okay, das wird schnell gehen. Ah ja gut, sonst wäre ich jetzt gerade hoch. Aber... Alles gut, ich schipper grad um Spanien rum. Oh ja. Guckst du dir schon mal an, wo du deine nächste Thinker haben willst? Ja, genau. Ich habe mir da schon so ein kleines Sevilla ausgesucht. Das kleine Sommerhäuschen. Das kleine Sommerhäuschen, ja. Gut, weil bei mir ist gerade so ein bisschen Frieden eingekehrt. Ich könnte mir Herzog. Ist auch mal gut. Ich werde als nächstes Ostfrankenreich angreifen. Wahrscheinlich. Ich habe da so einen Anspruch auf eine Grafschaft. Ich muss gerade auch gucken. Das außer im Alex quält es nicht, weil das ist eher so dein Bereich da oben, gell? Ich muss gerade gucken, wo wo das Slawenreich rumgeht. Das ist ziemlich groß. Ja, ja, ich hab das weiß ich von meinem anderen Spielstand. Also tatsächlich ist mir Bayern Schnuppe. Außer ein Teil von Bayern. Ja, Ostfrankenreich meine ich auch. Ja, ja. Bayern. Also der Rest ist mir egal. Oh, ich habe einen Sohn bekommen. Ah, sehr gut. Nee, warte mal. Der wird direkt mit 0 Jahren enterbt. Enterben, ciao. Muss gerade gucken. Also, sorry. Also ich muss Chazaria noch angreifen. Byzanz muss ich viel wegnehmen. Bulgarien muss ich schnappen. Byzanz ist unser Erzfeind, glaube ich, Alex. Weil ja, der hat ja bei mir auch, der hat ja Sizilien und Teile vom Stiefel noch. Ah, ich sehe es. Das müsste ich mir alles noch schnappen. Bayern ist mir egal, Bayern kannst du gerne haben. Sag ich nicht, nein. Ich muss mir nur ein paar Sachen hier raussnacken. Ja, Bobby, du kannst Krieg erklären. Jawohl. Gib ihm. Ich gebe ihm. Und lad mich nicht ein, ich join dir. Sag mir, wenn es soweit ist. Ich hab Krieg erklärt. Ist schon, alles klar. Kriegsbeitritt, Abfahrt. Und drauf da. Gib ihm. Was ist das? Visegrad? Gür. Müsste ich mir holen, okay. Die sind auch schon katholisch. Hallo! Sollen wir gleich in seine Armee wegschnetzeln? Aber hallo, so was von. Jawohl. Hab ihn schon. Jawohl. Rein in sein Gesicht! Oh nein. Da freut sich jemand.
Ich sehe gerade so ein bisschen das Problem bei mir. Bei mir sind halt alle orthodox oder halt katholisch oder so, außer Nitra. Und das gefällt mir gar nicht, weil ich muss dann immer Frömmigkeit zahlen. Ich bin in Frömmigkeit jetzt nicht so der Held. Jawohl. Ja, da ist noch eine gegnerische, die hole ich mir auch noch. Bobby, geh du auf seine Hauptstadt. Ja. Das kriegt man schon, Bobby, bei dir da oben. Wir holen dir dein Inselchen. Wenn ich meinen Stiefel krieg, dann kriegst du auch deine Insel. Yay! Yeah. Das machen wir schon. Zusammen. Das ist das Geile auf dieser, wenn so drei KIs, also wenn drei eigene unterwegs sind, drei eigene Köpfe, das macht sich halt schon hart. Ja. Weil du halt richtig geil taktieren kannst. Mhm. Bleib bei seiner Hauptstadt, ich kümmere mich um seine Truppen. Jo. Wo ist denn der? Svacic, so. Magst du dann deine Einheiten bei mir lassen und ich erkläre dann gleich den nächsten? Weil ich habe nämlich im Dingsbums nebenan, kann ich auch gleich noch. Wem? Hä? Wem kannst du noch? Worcestershire. Da kann ich auch noch eine Grafschaft schnetzen. Mit der Jure-Anspruch. Bobby, du musst mal nach gucken. Dem. Okay. Es gibt hier so die ein oder andere aus deiner Familie, die Anspruch auf England setzen kann. Du musst mal gucken, dass du die einlädst oder so. Okay, und wo sehe ich das? Also wenn du auf England gehst, auf dieses Wappen und dann oben rechts hast du Anspruchsteller. Und da kannst du halt gucken, da sind so Leute, die kannst du dir zum Beispiel einladen, die auch vielleicht zu deiner Familie gehören. Und ist in England der Hauptsitz? Ach stimmt, ist ja drüben. Da oben, okay, irgendwo. Ja, und wenn Anspruchsteller. Wo steht denn das? Geh auf England, auf das Wappen, ja. Königreich, ja, von England. Und oben rechts, ja, in der Ecke. Alex, wo ist das? Wo ist die Hauptstadt von ihm? Die ist oben bei Schweden. Oder? What? Nee, oben bei Schweden mittlerweile. Alter, was tut denn der? Oh. Ja, das ist ja auch ein Wikinger. König Mats Gunnarsson von England. Ja. Ja, also wenn du dir den Anspruchsteller holst, dann... Wie machst du das, Alex? Das wusste ich vielleicht auch nicht. Wie kannst du dir die Anspruchsteller anschauen? Also du gehst auf Anspruchsteller, das passt. Und dann oben rechts, ja, Anspruchsteller. Ja, ja, ja. Und da hast du halt alle... Und da kannst du halt auch gucken, ob du drinnen vorkommst, weil dann kannst du alle auslöschen. Oder halt taktieren oder verheiraten oder so. Es reicht ja, wenn du sie auch vielleicht nur an den Hof einladen kannst. Ich bin zu doof. Wieso? Pass auf, Bobby, geh auf das Wappen von England. Ja, dann sehe ich den König und seine hässliche Alte. Genau, dann klickst du nochmal auf sein Wappen. Unter dem hässlichen König. Aha. Und rechts oben steht Anspruchsteller 12. 12, okay. Und da musst du aber gucken, es darf kein durchgesetzter Anspruch sein. Es muss ein fallengelassener Anspruch sein, richtig. Weil einen durchgesetzten kriegst du nicht. Du könntest dir zum Beispiel den Stanislav Karlic Svacic ja. Könntest dir an deinen Hof einladen und das würde schon reichen. Ja, der wird nicht annehmen, steht schon da. Ja, okay. Weil dann wird er halt König von England, aber dein Vasall. Also dann gehört England trotzdem dir. Aha. Aber das ist der Einzige, der einen fallen gelassenen hat. Oder Sortierreihenfolge. Ja, das ist klar. Ganz unten ist noch eine, aber... Ja, die ist im Kerker, der kann ich gar nichts machen. Wie kann ich den jetzt beeinflussen? Kann ich den beeinflussen? Ich mach mal einen Komplott und versuch den zu beeinflussen, vielleicht funktioniert's dann. Bobby, achte auf deinen Krieg, du bist gleich bei 100. Yo. Oh yeah, los geht's. Alex? Ja, Nico? Dein Vasall von Grafschaft Znaim, keine Ahnung, wie man es ausspricht genau, der hat einen Bauernaufstand, mit dem er nicht alleine zurechtkommt. Vielleicht willst du ihm kurz helfen, das sind nur 600 Truppen. Bin zu weit weg gerade. Znaim, wo ist er denn da? Bobby, erklär den nächsten Krieg gegen Worcestershire.
Wo ist denn Snaim? Hey, wieso kann ich... Achso, meine Armeen sind ausgehoben. Die muss ich erstmal wieder... Ja. Palatsch, Kluki, Kurland. Ich finde Nico kennt gar nicht. Nico. Nico, könntest du mir dabei einen Gefallen tun? Hä? Könntest du, schau mal, das, was wir gerade erobert haben. Oh, warte. I have problems. Alter, deine Versorgungsschwellen sind ja richtig mad. Ich lebe ja. Erklär noch keinen Krieg. Ja. Ich habe gerade noch Probleme damit, meine Versorgung gerade aufrechtzuerhalten. Aha. Ich muss sie erst aufladen. Das, was ich im Rent habe, kannst du dieses Fürstentum anklicken. Das, was mir gerade warte, sofort. Okay. Da, wo meine Hauptstadt ist, müsste es ganz gut sein eigentlich, oder? Ja. Aber auch nicht ausreichend. Okay. Ich weiß jetzt, wo Snaim ist. Du kannst unten auch suchen, gell? Ja, stimmt. Habe ich gar nicht jetzt dran gedacht. So, nennt mich König von Venedig. Alles klar. Hallo, Herr König von Venedig. Ich bin jetzt König von Venedig, König von Sardinien und Korsika, König von Romagna, König Toskana, König Italien, Kaiserreich Italien. Läuft dann. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe schon wieder einen Sohn. Es gibt so nicht. Hör auf, Söhne zu machen, ey. Enterben. Tschüss. Bauernaufstand ist Geschichte. Okay. Nico, kann ich dir mein Anliegen nochmal schildern? Wo kann ich mich... Ja, jetzt hat deine Stadt, oder die du hast. Ja, genau, dieses Fürstentum Brüschenjong. Njok. Hä, ja, was für ein Ding? Gesundheit. Also das, was wir gerade eingenommen haben, den Zipfel. Achso, das, was wir gerade eingenommen haben, Brüschenjok, ja. Ja, genau. Das ist nicht schlecht. Kannst du den Herrscher, den Fürst davon anklicken und kannst du da einen Mordkomplott machen? Weil nee, zu wenig. Echt? Vielleicht kannst du Alex... Bobby, ich muss meine Truppen auflösen. Ich kann bei dir komischerweise gerade nicht meine Versorgung aufrechterhalten. Gegen wen? Ich verstehe nicht. Geh mal zu meiner Hauptstadt. Ja, bin ich. Dann nach unten der letzte Zwei Grafschaften. Zipfel. Zwei Grafschaften drunter. Da genau. Steht Brüschenjok. Ja, genau. Brüschenjok. Und den Fürsten davon. Kannst du da ein Mordkomplott machen? Ja. Wie gut? Ich kann bis zu 100% aufwerten. Aber warum? Der hasst mich und der hat jetzt schon wieder so Unabhängigkeitsdingsbums erklärt. Alles der klar. Muss weg. Der muss weg. Schnetze die. So, was hat die? Ah. So. Ich kann nicht um den. Franzien. Ich kann schon wieder Krieg erklären, ne? So. Das wäre die Diore-Grafschaft. 95% der erledigt. Geil, danke. Geil. So, ihr könnt Kriege erklären. Hat der Alex gesagt, Bayern ist ihm egal. Du kannst dir Bayern holen, wie du willst. Ja, byzantinisches Kaiserreich. Schwierig, nicht? Was geht's denn hier schon wieder? Kann mir halt Teile in Afrika holen. Mein Kollege hat schon wieder Stress. Oh.
Ach, Bubi, hör doch auf mit deinen Kriegen. Alter, 243 Jahre, um eine Grafschaft zu... Die bescheuerten Inselchristen, Mann. Janus. Ihr Orthodox. Orthodox 6 Jahre. Kein Stress. Inselchristen, Grafschaft, Ding bekehren, 90. Ach, die sind da unmöglich. Crazy. Oh, und Nitra ist recht groß geworden. Krass. Okay, ich bin überrascht, wie groß Nitra gerade geworden ist. Bobby, willst du gleich Krieg führen oder kann ich schnell selber? Wie du möchtest. Ich kann auch noch warten. Weil dann fingiere ich nämlich erstmal noch ein paar Ansprüche woanders. Der Giselbert ist tot. Der Giselbert. Die Bretagne breitet sich jetzt auch bei mir aus, okay. Wir brauchen einen neuen Ratsspitzerle. Spitzerle! Spitzel. Spitzelschnitzel. Du wolltest dir Worcestershire holen, gell? Ja, genau. Wow, ich hab den beeinflusst. Schau an. Hat funktioniert. An Hof einladen. Wird immer noch nicht annehmen. Fuck. Na, so was sagt man aber nicht. Verzeihung. Na. Ist eigentlich Wumpe. Ich fluch viel zu viel. Das Spiel macht mich fertig. Tja. Agieren, taktieren, machen die sehr kaputt. Was haben wir denn hier für ein... was ist ein schlechter Befehlszauber? Na komm, hau den weg jetzt. Der nervt mich. Brauch halt immer ewig zu dir, Alter. Das ist fertig geworden. So, meine Truppen wieder auflösen. Okay, Bobby, dann... Ich bin nochmal auf dem Weg zu dir. Mhm. Ausheben. Komm, wir veranstalten noch ein Fest mal zu Ehren aller. Also, für alle. Nicht für alle. Reichen 7000 Truppen, oder? Ja, leicht. Was, leicht? Ich geb dir Bescheid, wenn ich da bin. Okay. Ich komm mal mit 8000. Jawohl. Oh, ich kann Krieg gegen Chassaria führen. Gegen Franzien auch wieder. Das wird mein nächstes Opfer. Ich will nämlich Korsika für mich. Damit es klar ist. Da gibt es irgendwie bei mir tausende von Affären wieder. Meine Nachfolge aus. Okay, easy. Kann ich mir jemanden einladen, wo ich dann vielleicht so Chassaria erobern kann? Ich bin eine legendäre Frohnatur. Junge! 4 Diplomatie, 3 Ränke spielt, 20 Meinungen über Frohnatur. Frohnatur ist mega gut. Und wenn du Frohnatur und gesellig bist, ich schau ein Fest mal, du verlierst halt 4 Milliarden Anspannung. Ich
Ja, das nicht so wie ich. Er stolpert über einen Stock. 66 Anspannung. Ihr seid out of sync bei mir. Ja, bei mir auch. Out of sync. Ihr seid bei mir out of sync. Ja, wir sind irgendwie alle durcheinander. Komischerweise bei mir auch. Warte mal, ich speichere, wir sehen uns gleich. Echt? Jetzt, das reicht. So, jetzt sind wir wieder da. So, weiter geht's. Weiter geht's. Wow, ich bekomme wieder Geld rein. Alter, was? Wie was? Die Baronin von Terracina, wenn die stirbt, bist du der Haupterbe, Alex. Wo? Dann hast du inmitten meines Reichs. Ich guck grad, wo Terracina ist. Alter, das ist da direkt neben meiner Hauptstadt. Ich will mir das gerne mal angucken. Bei Tivoli, die Stadt ganz im Süden. Ja, ich würde gerne mal alle meine Ansprüche sehen, weil scheint so, dass ich mehr Ansprüche habe. Ah, hier unten. Koblenz, Havelberg. Ne, da. Oh, da bekomme ich auch noch was. Nochmal, dann sag mir lieber, wo das ist nochmal. Terracina. Meine Hauptstadt? Ja. Ist rechts daneben Tivoli. Rechts daneben ist Tivoli, ja. Und die südlichste Baronie davon ist Terracina. Da ist, glaube ich, Steinwurf oder so. Erd? Oh, ich würde es erben, krass. Ja. Bin ich nicht so gut. Kann ich irgendwie das... Sie kann keine Kinder mehr kriegen. Oh. Kann ich da irgendwie sagen, nö? Weiß ich nicht, vielleicht... Ich weiß es nicht. Kannst du es ihr nicht wegnehmen? Und jemand neuen verteilen? Titel aberkennen. Muss eigentlich gehen. Gilt nicht als Tyrannei. Abwart. Rede, Alex. Gerne. Läuft doch. Bobby? Du darfst. Jawoll. Mir schon heiß hier. Ich hab den König von Litauen gefangen, ciao. Waldenserturm in Tirol. Sollen sie machen. Nein, nicht in Tirol. Salzburg. Gehen wir gleich auf die Hauptstadt, oder? So nah bei mir. Warte, ich muss noch Kriegbeitritt. Tada! Können gerne alle Krieg erklären. Oh, ich muss noch ein bisschen warten, dann kann ich endlich die feudale Herrschaft erstellen. Ah, okay, denn sein Verbündeter ist auch mit dabei. Ja, ja. Er kriegt gerade von mir schon. Okay, dann gehe ich gleich auf die Hauptstadt. Ja. Alter, ich bin auch schon 94 und ich sterb einfach nicht weg. Du bist 94? 64, entschuldige. Alter, ich wollte schon gerade sagen, 94, was ist da los? Ja, aber ich bin halt schon seit Jahren einfach nur fettleibig. Und ich krieg immer mehr Kinder, das ist so, was, warum? Ja, vielleicht machen sie ja die Arbeit. Oder du. Ja, oder ich, oder du. Weißt du, der Nico, der Spoletto-Typ hier. Bobby, ich verliere zu viele Truppen, wenn ich auf die Hauptstadt gehe. Ich muss die andere Baronie erst holen. So, mir geht's gut hier. Oh, in den Krieg rufen. Italien, Bonifazi, schon wieder. Gegen Korsika. Huch. Verona. Join gegen Franzien wieder? Nur gegen Korsika. Korsika ist eigenständig geworden, oder was? Nee, aber wahrscheinlich innerhalb halt Vasallenkriege. Achso, ja, kennen wir ja.
Es ist ja jetzt nichts Neues. Aber die Stadt habe ich. Ich muss jetzt nur schnell meine... meine Truppen auffüllen hier. Eigentlich bräuchte ich irgendwo so einen kleinen Punkt bei dir. Südlichste Zipfelinselchen da, Carisbrook. Damit ich meine Mannschaft immer bei dir rausholen kann. Oh, noch ein Krieg gegen Spoleto. Spoleto! Was ist denn bei dir los für eine, für einen Spaß da ohne? Ich glaube, wir haben es eh gleich. Ja. Sieht gut aus. Wenn die Hauptstadt fällt, dann schätze ich mal. Ach ja. Masters. Oh, wertvolle Geisel gefangen. Die Tochter der Gräfin. Sehr gut. Ja, mach. Beende. Jawohl. Du hast es, Bobby. Bobby? Danke. Ja. Bin schon dabei, bin schon dabei. Ich muss mal die Mannschaften auflösen, Alter. Die gehen hier gerade alle drauf. So. Jawohl, das wird doch was hier. Franzien. Habe ich gehört. Mhm. Ich höre auch Franzien. Ja, bist du gerade im Krieg? Nö. Ich chill gerade voll meine Basel, Alter. Dann join mir mal bitte. Das wäre super. Gegen wen? Gegen Franzien. So. Sofort. Ich muss hier gerade nur so ein bisschen... Gott wird die Sünde richten, alles klar. Da läuft einer nackt in meinem Reich rum. Finde ich ja mal gar nicht geil. 1000. Gegen Franzien. Gegen wen? Also was holst du dir jetzt? Korsika. Ah, okay. Es wird Zeit. Dann gehört mir alles, bis auf das, was Byzanz hat. Okay. Oh, da muss ich ja meine Truppen hier wieder aus. Eben Hicks. So, ich habe noch einen Sohn. Sohn ist kränklich. Ja. Amos, wo ist seine Okay, du bist bei seiner Hauptstadt. Dann greife ich ihn hier unten an. Mhm. Also das zu erobernde habe ich. Mhm. Hübsch. Sehe ich auch so. Ich glaube, dann müssen wir uns langsam mal drüber Gedanken machen, den Hellas-Typen hier anzugreifen. Mhm. Oder was sagst du? Also ich brauche Teile von ihm, definitiv. Ja, ich auch. Ich habe nur eine große Sorge, also eine Angst. Eine Angst? Eins Angst. Boah, der hat richtig viel Kohlen noch. Ja, das ist auch so ein Ding. Aber gut, ich habe mehr als er, ich habe auch mehr Truppen, aber... wenn ich sterbe, weiß ich nicht, wie viele Truppen ich am Ende habe. Ja, okay, dann lassen wir dich erstmal sterben, oder? Bobby, wenn dir langweilig ist, gell? Gerade gegen Franzien ein bisschen auf die Mütze hauen. Ansonsten, wie gesagt, kein Stress. Mach dein Ding. Polanien ist gerade in England aufgetaucht, oder ist das schon länger so? Das ist schon länger. Ah ja, okay. Mhm. Aber ich bin gern dabei, dann kann ich vielleicht ein bisschen Prestige dazu verdienen. Ach, Norwegen hat sich gebildet jetzt. Jetzt ist es richtig. Norwegen und Schweden sind jetzt richtig. Und Dänemark. Also es hat sich alles irgendwie geregelt. Und die Finnen sind fast richtig. Ja. Also Samen und Finnen, also das sind ja fast... Alter Finne.
brauche dann unbedingt bessere Ritter. Ich muss dann unbedingt Ritter einladen. Das kann so nicht weitergehen. Simir, habt ihr schon erklärt, Krieg gegen... Ja, einfach mir beitreten. Ja, einfach nur drauf. Ich bin tot. Glückwunsch. Oh, sehr gut. Ich habe noch sehr viele Truppen. Warum sage ich ja Glückwunsch? Ach, danke. Okay, jetzt muss ich meinen Lebenswandel auswählen. Kann ich dir ein Bündnis anbieten? Alter, ich kann dir kein Bündnis anbieten. Das geht natürlich nicht. Hier hast du meine Tochter. Da ist dein Sohn. Viel Spaß. Alter, ich habe eine Diplomatenstufe 35 im Reich. Alter. Nicht mehr feierlich. So, ich habe dir gerade meine Tochter angeboten. Sehr schön. Ich hätte dich gern wieder als Verbündeten. Ja, das schaffen wir. Wie gesagt, ich muss gerade hier noch alles irgendwie... Sehr schön. Jo, ich muss auch irgendwie jetzt meine Frau beeinflussen, weil das wird sonst nix. Zum Glück habe ich sehr viel Geld auf der hohen Kante gerade. Die Höhe kennt. Ich bin Arzt. So, das pusht, das pusht, das pusht. Männer nach dem Krieg muss ich leider abdampfen. Oh, okay. Oh nein, das ist aber schade. Bin dann leider erst abends wieder da. Was heißt abends? Ja, wir gehen essen, so. Boah, geil. Wieder wegen Einladung und bla. Voll gut. Ah ja, hier Verlöbnis arrangieren und jetzt... Ah, grüß Gott, mein Gott, bist du ein gut aussehender junger Mann. Ach, danke schön. Das ist halt so passiert. Aber ich mach's auch nicht mehr lang. Ich bin 66. Oh ja. Wie gesagt, meine Nachfolge ist geregelt. Jo, mein Sohn kriegt alles. Everything I got. Ja, ich war halt die ganze Zeit fett und ja, ich habe irgendwie auch durchgehalten. Also du hast vielleicht noch ein bisschen. Ja, meiner ist zwar nicht fett, aber meiner ist angespannter wie so ein Bogen, ey. Meiner ist voll entspannt, hey. Bei mir du entspannt, oder? Bei mir könnte sich in 32 Monaten habe ich hier vielleicht Krieg. Gegen? Aufstand. Brutaler oder so ein... Mäh. Also... Oh, jetzt nur noch 14 Monate. Ja, das es geht. Es teilt sich halt. Ich habe auch genug Geld für Söldner. Ja, kannst du nicht beeinflussen, die da ein Problem haben. Oder haben die genug Militärstärke, oder? Ja, die einen, ja. Also ich will ja eher meine Nachfolge sichern gerade. Auf der anderen Seite könnte ich die auch kriegen. Warum läufst du immer da lang? Was ist das hier? Ach, der blöde Litauer noch immer. Jawohl, meine Frau ist schwanger, dann bockt's mich jetzt nie mehr. Dann beeinflusse ich den Hajo und hoffe, er tritt aus, weil er hat die meisten Truppen. Okay. Veranstalte mal ein Festmahl in der Hoffnung, dass sich alles beruhigt. Boah, was geht? Haben wir seine Hauptstadt schon, Alter? Wie hat der es? Immer noch 46%. Mhm. Teufel. Mit ihm. Glaub mal. 58. Ich bin Sadist. Oh, ist auch nicht eine geile Fähigkeit. Also mein Typ davor, der war eh der Beste. Der hat nie Anspannung gehabt. Ja, bei mir wird's mein Sohn. Der wird mega. Ja. Der ist maßvoll, gerecht und gesellig. Der ist meisterhafter Philosoph.
Der ist Furtner, der ist schlau, der hat einen gesunden Körper und er ist Kräuterkundler. Alter, der hat mehr Bildung wie seine Mutter. Aber die ist Amazonen. Ja, also, ne? Der hat 23 Bildung und 11, und 14 Ding, Verwaltung. Mhm. Boys. Ja. Ist es eigentlich schlimm, wenn ich nur Töchter hab? Nö, dann hast du halt eine Kaiserin. Okay. Hatte ich auch schon, Leute. Kann man genauso Sachen machen. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Huch. Ich habe eine holsteinische Eroberung von Graf Mühlepreis. Irgendjemand macht da Stress. In Holstein. Also ich belagere hier oben mal so ein kleines Dingens. Wenn ihr da unten schon eh fett am... Ja, du. Tu dir keinen Zwang an. Okay. So wird das nix. So wird das was. Oh, ich hab nicht mehr so viele Truppen, Nico. Ich hab tatsächlich nur noch 14.000 gerade. Was? Digga, ich hab 11. Ja. Okay, dann wird das schwer mit... Wobei auch zusammen sollten wir den Byzanz-Typ... Ja, klar. Eigentlich ja, aber ich muss, glaube ich, ein bisschen hier im... Ja, mach erstmal dein Reich und dann... Und dann machen wir's. Ja. Ich erweitere mich, glaube ich, bis dahin nach Afrika runter. Oder helf Bobby, seine scheiß Insel endlich zurückzukriegen. Alter, jetzt ist Bulgarien bei ihm oben. Was? Er hat sogar den Hauptsitz da. Ah ja, das ist das. Da ist einer gestorben und der hat meinen Hauptsitz? Nein, sein Hauptsitz. Bulgariens Hauptsitz ist jetzt bei dir auf der Insel. Ja, der hat da oben, da ist einer gestorben und der hatte keine Nachkommen irgendwie und jetzt ist das verloren gegangen. Habe ich schon vorher die Info gekriegt. Aber... Ja. Irgendein Earltum da oben ist auch schon unabhängig, also die haben das da oben auch nicht so richtig im Griff. Der König von Alba. Au! Rein mit ihr! Gibt, ne? Geht ab. Meine Halbschwester geht ab. Ich glaube, meine Enkel sind auch nicht so schlecht. Mit der Amazone am Start. Oh. Oh mein Gott. Wo haben wir es jetzt dann bald? Mama mia. Ja, ich fighte da wie so ein Bekloppter. Oh, eine Fraktion gegen mich hat sich... Ich bin sofort wieder da. Ja. Mhm. So lange erobern wir halt heute. Also ich... Mhm. Me too. Me too. Veranstalten wir eine Jagd. Ah, ich sehe das Problem gerade. Ich muss mehr Ehre und mehr Frömmigkeit bekommen. Dann habe ich wahrscheinlich auch mehr Truppen. Ehre bekomme ich jetzt? Wo ist denn Novgorod? Alex, ich weiß, warum es so langsam läuft. Warum? Weil wir nur auf 1 sind. Ah, ich sehe es gerade. 2, oder? Bei mir steht 2. Ja, jetzt sind es 2. Ja. Ich werde schon wieder. Oh, mein Bruder ist gestorben. Es wird nicht besser, Nico. Trinkt mir Wein. Ich werde ausreiten und zwar auf der Stelle. Jo, wir haben's. Sehr gut. Dann Abmarsch. Der hat echt Probleme mit seiner. Geil! Der große Krieg ist vorbei.
Sind die beiden Inselchen meine? Danke, Alex. Immer danke, wieder gern. Danke, Bobby. Sehr gern. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. Also ich habe bei einem Vasallen durch die ganzen Druckmittel Feudalsteuern auf erpresserisch und Feudalangebote auf gewaltig. Also beides komplett oben. Sehr gut. Also das bedeutet, du schaffst es da. Ja, ich habe eine Tochter bekommen. Ja, ich habe das hier voll im Griff, würde ich sagen. Ich habe... Achso. So, das Byzantinische Kaiserreich. Yo. Der Bobby hat's angenommen. Sehr gut. Also bedeutet das, jetzt sind wir alle wieder verbündet. Verbündet. Bobby, du hattest nicht angenommen. Was hätte ich denn? Bei mir war nichts zum Annehmen. Ach, ich bin mit dem König von Alba. Ja, das ist der Falsche. Das ist der Falsche. Hochkönig. Der ist nämlich ein bisschen stärker als du. Was? Der ist nämlich stärker als du. Was? Really? Der stärker als ich. Ja, dein eigener Vasall ist stärker. Oh, das wo ist denn so der gut. König von Alba? Also Kriegsführung oder was meinst du genau? Druckstärke. Ja, der ist stärker als ich die ganze Zeit schon. Aber ich habe mich ja mit dem gut gestellt, mit dem guten Mann. Der ist ja auch mein Ratsmarschall. Okay. Super Typ, der. Ja, wenn du mit ihm gut bist, dann ist gut. Ja, super Typ ist es. Super Typ? Super Typ? Super Dobo. Super Chassaria, Alter. Was ist denn hier mit Chassaria? 5000 Truppen. Was ist denn der Hayo-König, der die ganze Zeit gegen mich rebellieren will? Was kannst du denn? Du kannst gar nichts. Du bist scheiße in Diplomatie. Ich habe jemanden, der hat 35. Was kann ich mir denn von ihm holen? Nichts. Wo kann ich Krieg gegen ihn erklären? Frau ist schwanger. Meine Frau ist schwanger. Wie hast du denn das geschafft, Digga? Er kann kaum nur geradeaus laufen. Was? Was ist passiert? Das kann also, nicht sein. Das ist auch 60. Bei mir passiert, ja. 68 so, liegt er noch los wie die Feuerwehr. Das ist bei mir auch passiert. Meine auch noch, ey. So, das sieht doch langsam alles ein bisschen besser aus. Ach Gott, der ist noch ehrlich, der Hayokai. Also, ich bin ein illustrer Typ. Illustrer. Denn so... Hier, dein Sohnemann, glaube ich. Der hat die ganze Zeit Krieg. Der geht mir auf den Zeiger, der verliert den sogar. Zeiger. Zeiger. Ja, noch lauter, Bobby. Echt, das war gar nicht so laut bei mir. Echt? Bei mir war das super laut. Alex, dreh doch deine Lautstärke mal nach unten, Mensch. Das gibt's doch nicht. Ich schalte dich einfach aus. Oh nein. Sei nicht so. Okay. Naja, ich mach dich aus, wenn du mich anmachst. Was? Ich sag jetzt nix. Wird alles falsch sein, glaub mal. Okay. Okay. Ich greif mal da unten Afrika an. Ja, gut. Du. Ich gönn dir, Bruder, gönn dir. Ich muss ja gucken, dass ich größer werde hier. Und wenn das dann nach unten ist, dann wird's halt dann nach unten. Weil das Kaiserreich, das Byzantinische, kann ich jetzt erstmal nicht angreifen. Is it too much, eh? Ja, noch too much. Der hat auch nie Aufstände, der wird nicht kleiner, gell? Der hat es echt im Griff, der Typ. Ja, ne? Boah, das Arabische Reich hat sich gegründet. Das hab ich noch nie gesehen. Das was? Arabisches Reich. Wo denn? Ganz im Süden der Map. Und die Sahara auch. Wow. Ja gut, die Sahara. Die Sahara ist für uns ja eher so. Ja, nee, das nicht.
Wobei die haben 4000. Aber so, Leute. dass ich's mal sehe. Das ist. Ja, ne? Aber Arabisches Reich hat was. Ja, die haben zwar kaum Truppen, aber es sieht geil aus. Ja, der Herrscher ist jetzt auch anscheinend neu. Ich glaube, der Vater ist. Der Vater. Der Vater ist lang gestorben. Wer war denn davor der? Africa, I'm coming. 1004, ja, der ist hier. Seit 1022 ist er Herrscher. 3 Jahre erst, also gut. Ich sag halt mal gar nichts gegen. Da warte ich ab. Ja, so lobe ich mir das. In 37 Tagen die Hauptstadt eingenommen. Oh, Tripolitana, das hört sich sogar italienisch an, die Stadt. Ist doch super. Ist doch super. Ein Erbe, erster in der Nachfolge von Galura. Galura. Jungs, werdet ihr mir helfen? Dann, wenn das bei mir vorbei ist, gerne. Sorry, ich führe auch gerade. Echt? Wollt ihr mir nicht helfen, ja? Ach klar. Okay, gut. Aber ich muss wahrscheinlich eh gleich weg. Ja, ja, in der nächsten Folge dann. Aber wenn das dann läuft, ja. Was hast du denn vor? Dann bin ich ein bisschen sehr groß. Chasaria? Ganz. Chasaria. Ganz? Ganz. Alter. Okay, ich bin hier dabei. Krass. Natürlich bin ich dabei. Die greifen wir von 3 Seiten an, die haben wir richtig Grund. Yo. Die haben nur 6000 Einheiten, Alter. Ich weiß, ich könnte sie auch angreifen, aber ich habe nur fallen gelassene Ansprüche. Ich würde es bloß angreifen, um irgendwelche Gefallen zu bekommen. Das bringt mir ja nichts. Eben. Aber ich habe beide Kinder von ihm und ich bin nur bei 73%. Da seht ihr mal, wie viel ihr im Wert seid. Nix. Einfach nichts. Nüscht. Nüscht. Ich habe halt den Erben von ihm. Juckt den anscheinend noch nicht so ganz. Der Hauptstadt. Alex, auf 2 machen. Oh, danke. Wieder der Bobby, der da hinterher hängt? Oder? Wahrscheinlich. Was? Immer soll's ich sein, das stimmt gar nicht. Oder Nico, wir machen's noch lustiger. Ah nee, das kann ich nicht. Schade. Ich würde sagen, Byzant. Aber das geht nicht. Angreifen oder was? Ach, ganz aber Byzant. Das, ja, aber das geht leider nicht. Aber Chasaria. Alter, ganz Chasaria, Digga, du bist ja dann. Ja, aber dann kannst du hier Frankreich und Spanien ruhig mir lassen. Der Bobby was? Kann da oben ganz Skandinavien haben, wenn er will. Ja, eben. Ich hab dann halt, also ich, wobei ich sagen muss, ich muss noch für mein Reich muss ich halt noch ein bisschen südlich gehen, ne? Du kannst ja, alles links südlich, davon haben. Südlich ist mir egal, ich rede ja von Frankreich und Spanien. Achso, okay, gut. Ich hab gedacht, du willst noch Kroatien und so. Nö. Die sind mir ja gut, ja, die wären eigentlich für mich auch wichtig, weil ich dann so ein komplett riesiges Italien schaffen könnte, aber... Das wäre ja dann mein... Ich hab einen Sohn, enterben, ciao. Ich hab einen Sohn, ciao. Wie ist das für ein... Ja, Leute, Alter, guck mal nach Nordafrika. Ja, da ist der Nico schon. Italien. Okay. Oh! Okay. Ist nicht schlecht. In was für ein Krieg bin ich jetzt? Das habe ich einen Krieg geerbt. Gegen alles, was arabisch ist. Nee, gegen den Kleinen da nebendran. Ja, ja. Den schneckst du weg. Den mache ich schon weg. Ja. Oh, ich bin so ein Dummbatz. Das ist ja so ein Ding. Dummbatzeli. Oh, ich habe hier ja so den einen oder anderen im Knechtle. Mein Enkel bekommt es. Zack. Viel Spaß mit dem Herzogtum.
Oh Mann, ich hab noch viel zu wenig Prestige gerade. Können wir lösen? Ja, da bin ich auch nicht unbedingt der Überflieger. Bündnis. Ja, mein Sohn ist jetzt hier Herzog von alter Tripolis. Das geht ab, Alter. Alter, der Nico. Der wird sich auch ganz Afrika snacken. Ich hoffe nur, dass Chazaria nicht in seine Einzelteile zerfällt. Mhm. Bevor ich es mir holen kann. So, Kinder. Es war äußerst amüsant. Was ist hier los? Es war äußerst... Warte mal, was? Warte mal schnell. Hier passieren, glaube ich, gerade tolle Dinge. Alter, mein Vasall greift halt einfach Byzanz an, um sich dann Snack von Italien zu machen. Und ist halt bei plus 22%. Neapel, sehe ich gerade auch. Ich würde sagen... Beim nächsten Mal würde ich sagen. Ja, dann wird Byzanz bald uns gehören. Also, ich will jetzt erstmal Chazaria haben. Komplett. Das machen wir beim nächsten Mal, jawohl. Aber wirklich alles. Mit einmal so. Gib mir. Gut, dann würde ich sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Yep. Bis dann. Tschüss. Tschüss.